Once to Watch, in dieser Woche mit Jonathan David, dem treffsichersten Spieler der Liga, Jan-Lennard Struff, der mit 33 Jahren seinen ersten Titel auf der ATP-Tour holt, und Lorenz Metz, dem Offensive Lineman mit der Chance auf einen NFL-Vertrag. 11 Tore in den letzten 10 Ligaspielen, im Fußballjargon nennt man das einen Lauf. Und er hat ihn derzeit wie kaum ein anderer, Jonathan David, 24-jähriger Kanadier in Diensten des OSC Lille. Am Sonntag besorgt er mit seinem goldenen Tor 3 Punkte gegen RC Straßburg. Das 6. Ligaspiel in Serie ohne Niederlage, eben auch dank ihres Mittelstürmers, der Laien in diesen vergangenen Partien 6-mal trifft. Den Stimmungsdämpfer für den OSC gab es allerdings in der vergangenen Woche. Das Viertelfinal aus in der Conference League gegen Aston Villa im Elfmeterschießen konnte auch Jonathan David mit seinem verwandelten Versuch nicht verhindern. Der Lohn für die Tore aber ein stolzer Marktwert von rund 50 Millionen Euro, mittlerweile der wertvollste Nicht-PSG-Spieler der Liga. Sein Vertrag in Lille noch mit einem Jahr Restlaufzeit, mit einem Verkauf könnten die Doggen auf einen echten Geldregen im Sommer hoffen. Vielleicht schafft es David aber auch mit seiner Mannschaft in die Champions League, das wäre dann kein schlechtes Argument für eine Verlängerung. Wenn du im zarten Tennisalter von 33 Jahren deinen ersten Turniersieg holst. Jan-Lennard Struff hat es geschafft, die nasskalte Woche in München ist die seine. Als Belohnung gibt es nicht nur einen Shake Lederhosen und ein neues Auto, sondern vor allem Bestätigung der eigenen harten Arbeit. Damit stellt er auch seinen Landsmann und Aushängeschild des Turniers in den Schatten, Sascha Zverev im Viertelfinale ausgeschieden. Struffi dagegen setzt sich durch, unter anderem gegen große Namen wie Holger Rune und im Finale gegen die amerikanische Nummer 1 Taylor Fritz. 4 Tage vor seinem 34. Geburtstag macht sich der Sauerländer selbst das größte Geschenk der Karriere und zeigt, dass auch in diesem Jahr auf Sand mit ihm zu rechnen ist. Schon 2023 beeindruckt er bei den Masters in Madrid und scheitert erst im Finale knapp an Lokalmatador Carlos Alcaraz. Ein Erfolg, der allerdings auch verpflichtet. Ab nächster Woche gibt es für die 23 der Welt dort jede Menge Weltranglistenpunkte zu verteidigen. Für einen Jan-Lennard Struff in dieser Verfassung ist aber auch das nicht unmöglich. Mit 33 ist er in der Form seines Lebens. Und so kann es beim größten Sandplatzturnier des Jahres auch nur besser werden. Im Vorjahr gab es nämlich das Aus in Runde 1 gegen Jiří Lehecka bei den French Open. Nächster Halt, Tampa Bay Buccaneers, heißt es für Lorenz Metz, der Deutsche nach einem Jahr bei den Chicago Bears jetzt in Florida unter Vertrag. Allerdings zunächst einmal im vorläufigen 90-Mann-Kader der Offseason. Jetzt geht es für ihn um einen Platz im Roster für die Regular Season. Der Bayer erst seit dem 18. Lebensjahr ein American Football-Spieler. Von den Kirchdorf Wildcats ging es an die University of Cincinnati. Den ersten Vertrag für den O-Liner gab es dann im vergangenen Jahr bei den Bears. Die entlassen den 27-Jährigen aber kurz vor dem finalen Trainingscamp. Jetzt soll es bei den Bucks für den Free Agent besser laufen. Das große Ziel NFL hatte weiterhin vor Augen. Vielleicht kann er im Spätsommer dann ein weiterer Deutscher in der National Football League werden. Der erste Schritt ist jedenfalls schon einmal gemacht.